Leute, es hat begonnen. Projekt Grillkota. Was haben wir vor? Was wird geschehen die nächste Zeit hier in diesem Video? Und ja, ihr werdet sicher schon gemerkt haben, ist kein 4K-Video. Warum? Ich werde gucken, dass ich dann ja, eventuell wieder tägliche Bau-Updates mache. Welchen haben wir denn heute? Ich glaube den 18. Wenn mich nicht alles täuscht, Donnerstag. Doch, heute müsste der 18. sein. Ja, wo wollen wir die Grillkota hinbauen? Gehen wir mal dann über. Hier haben wir unseren alten Hennerstall. Dieses Gebäude, sage ich jetzt einmal, soll komplett weg. Und an diesem Platz soll eine wunderschöne Grillkota entstehen. Ich werde heute mal anfangen, das Dach abzudecken. Später noch innen den restlichen Mist, was da drin noch rumsteht, weg. Dachstuhl muss runter. Dann kommt hier oben entlang erst einmal eine komplett neue Dachrinne hin. Ja, weil da endet sie und muss ja bis hinten hin. Und ja, die hat eh schon Löcher. Lass ich machen, wenn es im finanziellen Rahmen bleibt. Ansonsten muss ich das auch selber machen. Aber irgendwo muss man auch mal was abgeben. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da hochzusteigen und die Dachrinne zu machen. Ja, was wird in dem kompletten Zuge gemacht, wenn die Hütte weg ist? Hier den kompletten Hof. Moment. Der komplette Hof soll 10 cm abgegraben werden in etwa und nochmal neu aufgeschottert werden. Ja, Hütte weg, Stück für Stück, Stein für Stein. Die hintere Mauer zum Nachbargrundstück soll abgestuft stehen bleiben. Da muss ich mir auch noch was überlegen, dass sie sicher steht hinterher. Und dann muss eben Fundament gegraben werden. Die Belüftung eingebaut werden, ein Stromanschluss gelegt werden, dann werde ich da hinten wegnehmen, darüber, zack, 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 fertig. Und ja, dann kann die Grillkota kommen. Definitiv bestellt haben wir noch keine. Sollt irgendein Händler Interesse daran haben, der darf sich sehr gerne bei mir melden. Ansonsten bestellen wir uns irgendeine und kein Mensch wird wissen, was für eine das ist. Genau. Aber den Aufbau werde ich auf alle Fälle dann natürlich auch filmen. Ja, alles was eigentlich so jetzt die nächste Zeit anfällt. So, aber ich werde jetzt langsam aber sicher mal anfangen, die ersten Dachziegel runterzureißen, wegzumachen. So Freunde, ja, ihr seht es, ich mittlerweile wieder umgezogen. Liegt daran, dass ich da was Feines drauf habe. Und ja, mit dem Bauen. Ich habe jetzt angefangen mal ein paar Dachziegel runter im Kleinhänger, aber nee. Bevor ich die wieder dann rumwuchten muss, war ich vorher bei der großen Entsorgungsfirma und haben Baucontainer geordert. Der kommt morgen. Also geht es dann morgen richtig hardcore weiter. Das komplette Dach abdecken und den Dachstuhl rausreißen. Ja, und dann muss ich erst einmal wieder das Holz von da oben zusammensägen, dass das gleich weg ist. Was mache ich heute noch? Erst einmal nachher schön essen und ja, mich drum sorgen, eventuell, dass nachher von dem Innenleben, was da drin noch herrscht, noch ein bisschen was verschwindet. Ganz genau. Aber morgen habe ich dann eventuell auch noch mal Hilfe beim Dach abdecken. Aber das seht ihr dann morgen. Aber jetzt noch eine kurze Geschichte. Wie wir auf die Idee gekommen sind zur Grillkota. Aber da hocke ich mich erstmal gemütlich hin. So, aber erstmal habe ich Durst. Spezi-Durst.
Ja, Leute, wie sind wir drauf gekommen, eine Grillkota zu bauen? Das Ganze liegt schon gut und gerne 10 Jahre zurück. Richtig gehört, 10 Jahre. Da waren wir an der Nordsee da oben, Ecke Oldenburg, und zu Besuch bei jemandem. Und da waren wir dann auf so einer Garten-Hau-mich-tot-Messe. Und Schatzi hat die Grillkota gesehen, hat sich neigehockt und hat gesagt, will ich haben, will ich irgendwann einmal haben. Ja, und die Jahre sind ins Land gegangen, wir sind nie dazu gekommen. Irgendwann habe ich mit der Grillerei angefangen. Dann wurde es wieder aufgefasst, dann sind wieder Jahre ins Land gegangen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, jetzt packen wir es an. Jetzt bauen wir die Grillkota. Ja, und ich mache die Vorarbeiten jetzt. Gut, weiter geht es dann im nächsten Video. Und wie gesagt, wenn es so geht, wenn es klappt, mache ich wieder jeden Tag ein Bauupdate. Leute, wir sehen uns. Ciao.